Dann haben wir das auch erledigt. Was macht der Bub da? Jeff, ich bin Willi Werkel. Willi Werkel. Da fehlt noch die Intro-Musik. Sag mal, willst du mir jetzt von Steckdose zu Steckdose folgen? Ja, der hat wieder ein erhöhtes Kuschelbedürfnis. Ist da vorne alles Paletti? Kannst du wieder herkommen? Ich glaube, das war's dann jetzt mit den Tomaten im Garten. Alles nochmal neu pflanzen. Das nenne ich mal Service. Du hast da noch ein bisschen Farbe im Ei. Soll ich den Ball werfen? Du, was haben wir über Stöcke gelernt? Noch Platz? Was haben wir über Stöcke gelernt, Chef? Chef, nein. Ihr seht schon, die Corona-Wanderer, die kommen aus jedem Eck. Da hinten auch. Und die kommen immer in so einen Pulk. Jeff, es gibt keinen Stock mehr. Du kannst alles machen. Aber es gibt keinen Stock mehr. Wir fahren jetzt gleich an den Brunnen, da kannst du was trinken und dann fahren wir weiter. Und dann noch so kurz. Kannst du nicht normal drücken. Willst du nicht rein? Willst du rein? Schon den ersten Rentner. Ja, Chef, wir erreichen mit diesem Gerät ein ganz neues Level. Somit können wir unsere Kilometerzahl bedeutend steigern. Muss schon sagen, das kann ich eigentlich mal abmachen, ne? Die Blicke, die sind schon göttlich. Da fährt man mit so einem Ding rum und die denken alle so sicherlich, was für ein fauler Hund. Aber wenn sie wüssten, was wir da an Touren zurücklegen, Jeff, jeden Tag, ha?
Und außerdem, das macht richtig Bock. Glaube ich 300 oder 350 Watt Motor, aber mit dem kann man schon die ein oder andere Steigung mitnehmen. Und zur Not kann man ja immer noch treten. So alt bin ich dann auch noch nicht. Wenn der Chef da fertig ist, dann ist er wie frisch gemäht. Oh, die Streicheleinheit noch. Dann haben wir das für das Video auch noch abgehakt. Jeff, es beschweren sich manchmal Leute, dass ich dich nicht streichel. Irgendwann gibt es ein Streichelvideo. Warte mal, komm her. Warte. Ah, ja, da ist ja noch mehr. So, Jeff, dann düst mal nach Hause und dann gibt es was Schönes zu essen. Ist das gut? Willst du was essen? Hm, da hört der Bub wieder.